Hallo, hallo, guten Morgen. What a mess. Was ein Mist hier, was ein Durcheinander. Ich wollte eigentlich eine kleine Bastelrunde machen, endlich wieder, weil ich habe ja ein paar Tage pausiert, weil ich am Aufräumen bin, wieder mal, ja, nichts Neues hier. Ist einfach so, ich habe einfach so viele Sachen und ich muss irgendwie versuchen, die Übersicht zu behalten. Aber es gelingt mir nicht, weil es versteht ihr, ich packe das alles ordentlich weg. Und dann weiß kein Mensch mehr, wo ist ordentlich gewesen. Ne? Was ist das? Zum Beispiel dieses Schränkchen hier. Was ist da eigentlich drin? Wir wollen mal zusammen reinschauen vielleicht, wenn es irgendwie machbar ist. Oh mein Gott, da sind Ösen drin und Ecken. Metallecken für die Bücher. 1 Million Metallecken auf Vorrat gekauft. Ich brauche nie wieder in meinem Leben Metallecken kaufen. Und hier sind diese wunderbaren. Oh ja. Da sind die Sachen drin. Guckt euch das mal an. Haben wir Licht? Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben Licht. Da sind auch so schöne Anhänger drin. Wirklich schöne Sachen. Aber jetzt hatte ich das Schränkchen irgendwann mal fertig gemacht. Soweit so gut. Eingeräumt habe ich es auch. Soweit noch besser. Hingestellt. Aber dann habe ich diese ganzen Schachteln, die ihr hier seht, davor gestellt. Und mal gucken, was hier drin ist. Ah, da sind die Wintersachen drin. Wollen wir mal sehen, was hier drin ist. Ah, da sind ein paar alte Fotos von mir drin. Ganz alte Fotos. 20, 40, 30, 40 Jahre alte. Wollen wir mal sehen, was hier drin ist. Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, da würde diese Blumen würden da schon mal reinpassen. Hätten wir die schon mal weg. Aber nichtsdestotrotz ist hier noch ein Schuber, der war übergeblieben von diesem einen. Ah, da sind noch, warte mal, was, oh Gott, was ist denn da alles drin? Vorsichtig, vorsichtig. Hier ist ein ganz tolles Papier drin. Das hatte ich schon komplett aus meinem kleinen Gehirn vergessen. Hier sind noch einige Seiten aus Lexika, Karten und vor allen Dingen auch Blumen und, oh Gott, nee. Oh, da sind tolle Sachen drin. Jo, also das geht gar nicht. Da muss ich mal schauen. Was ist eigentlich in diesen Sachen drin? Ah, ja, da sind so Kärtchen und Zeug. Kann man auch irgendwann wieder verwenden. Und hier? Ach, das hatte ich schon geguckt. Seht ihr, ich werde schon ganz verrückt. Hier, Notizblöcke. Guck mal, die können wir doch hier mit hin tun erstmal. Und das gehörte dann hier mit rein? Nee. Das gehörte hier mit rein. So. Und hier, oh, hier sind noch mehr Lasercuts und den Tim Holzblumen. Oh mein Gott, da sind die. Die habe ich gesucht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ich die letztens gesucht habe. Hier sind sie. Hier wären sie gewesen. Und was, guck mal hier. Das habe ich aus einem Katalog. Die sind schon teilweise mit Teebeuteln. Oh Gott, hier muss ich das aber irgendwie bisschen besser festmachen. Hier ist noch mein Köfferchen. Ah je, was ist in meinem Köfferchen drin? Das Köfferchen hatte ich mit zur Reha im letzten Jahr. Und da waren ganz viele bunte Kleinigkeiten drin. Da sind natürlich jetzt noch mehr Sachen reingekommen, die da gar nicht reingehören. Sehe ich wohl. Ist ganz durcheinander. Oh je, das muss ich mir komplett mal vornehmen. Gucken, was da alles noch drin ist. Ist aber nicht geordnet. Ich sehe das schon. Es ist nicht geordnet. Ups, ups, ups. Also muss das auch unbedingt nochmal geordnet werden. Dann habe ich hier so eine ganz tolle Mary Poppins Kiste. Die habe ich damals geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Guck. Da habe ich wieder so ein paar Sprüche, ein paar Überschriften gesammelt. Aber ihr seht, es ist ein Drama. Es ist echt ein Drama. Immer wenn ich denke, ich habe es aufgeräumt, dann ist alles wieder schlimmer als vorher. Ganz, ganz furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar. Jede blöde Kiste ist voll. Ja? Jede blöde Kiste ist voll. Ja? Ich weiß es nicht mehr, was ich noch sagen soll dazu. Hier, die ich neu gemacht habe, ist auch schon voll. Da habe ich diese anderen Sachen jetzt alle reingegeben. Ja? Weil man diese eckige Kiste besser stapeln könnte. Und die ist auch schon wieder voll. Ne?
Ja, ich mach mal Pause und räum weiter. Die Stapel werden etwas kleiner. Im Grunde schichte ich mein ganzes Leben lang hier nur um. Es ist einfach widerlich. Ich habe zu viel Mist. Ja, ich habe einfach von allem zu viel. Gott im Himmel. Oh. Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich hier diese wunderschönen kleinen Schächtelchen von Iva, die wirklich hübsch sind. Aber ich brauche sie überhaupt nicht. Das ist das Hauptproblem. Jetzt liegen sie hier rum und da, oh, die sind hübsch, aber ich habe sie nicht in Benutzung. Versteht ihr, wie ich das meine? Okay, vielleicht fällt mir da noch was für ein. Dann habe ich wiedergefunden, habe ich schon vor langer Zeit gesucht, dass ich so schlecht gucken konnte. Ich habe so ein Spekuliereisen. Guckt mal, kann ich euch das irgendwo zeigen? Hier ist so eine Schrift, vielleicht kann ich euch das zeigen. Ich weiß nicht, ob die. Ich kann leider nicht erkennen, was im Monitor sich da abspielt. Das ist so ein Vergrößerungsglas an der Kette. Ja, das hätte ich manches Mal schon gut gebrauchen können. Habe ich wiedergefunden. Aber was ich eigentlich gesucht habe, womit, das habe ich gefunden, das ist schrecklich, das kann man wegwerfen. Tatsächlich kann man mal was wegwerfen. Was ich euch unbedingt zeigen wollte, war, ich habe hier gestern, war ich bei ProArbeit, das ist, glaube ich, sowas, was man an Gläser hängt, ich weiß es nicht. Da habe ich zwei Stück von. Das ist nichts Wertvolles. Aber es ist ganz hübsch. Es ist so ein bisschen bling-bling, ne? Ich zeige euch mal im Detail. Ist ein bisschen schwierig, weil sich da sofort verhakt. Ich finde es ganz nett. Vielleicht habe ich mal irgendwas, wo es dran passt, ne? Und das suchte ich jetzt, weil ich habe ein Schächtelchen. Eins von einer Milliarde. Und da sind so kleine Sachen drin, die man irgendwo mal anhängen könnte an Gebamsel, ne? Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Oh, ich habe es noch immer nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich habe. Warte mal, hier ist noch so ein Kästchen. Nee, da sind nur Stifte drin. Ach Gott, nee, ich bin das. Oh, ist das ein Stress? Also basteln ist ja der reinste Stress, ne? So, dann wollte ich euch unbedingt auch noch mal hier in der Kamera. Ich muss mal gucken mit dem Licht. Da sind wir da mit der Lampe ein bisschen paletti. Ich hoffe, dass wir das alles so ein bisschen hinkriegen hier langsam. Könnt ihr die sehen? Das ist meine Baumkugel, die ich gefunden habe. Meine Baumperle, ja? Die hat eine wunderschöne Maserung über und über. Die ließ sich ganz leicht abpellen, die Rinde. Und so muss es auch sein. Und diese Baumpelle war relativ hoch oben am Baum. Wir hätten nie dran gereicht. Und dann lag neben dem Baum ein Ast, ein großer, langer Ast mit mehreren Verästelungen. Als ich die dann abgetreten hatte, das war so ein morscher Ast, ne? Dann entstand so eine Astgabel und dann konnte ich genau mit dieser Astgabel ganz oben an dem Baum so einmal so tang und da fiel die mir in die Hand praktisch. Da habe ich mich so sehr drüber gefreut, kann sich kein Mensch vorstellen, ne? Und jetzt suchte ich was, jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ach, das ist eine traurige Geschichte. Okay, die erzähle ich euch gleich. Aber ich wollte dieses kleine Beutelchen haben, damit ich meine schöne Baumperle nicht. Ich wollte sie erst lochen. Aber das ist mir zu schade, die kaputt zu machen. Ich lasse sie so, wie sie ist und nehme sie in die Hand. So, das habe ich erledigt. Ja, die Geschichte will ich auch kurz erzählen, wenn ich schon in der Hand habe. Das war mein schöner Ring von Happiness. Den habe ich auf dem Finger gehabt. Meistens hinterher auf dem Daumen. Der war mir etwas zu groß und ich habe ihn dann immer so zusammenbiegen können. Aber Tatsache ist, ich habe ihn verloren. Ich bin da so sehr, sehr traurig drüber. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich kaufe mir ja sonst überhaupt keinen Schmuck normalerweise. Die Zeiten sind schon lange vorbei, weil es interessiert mich nicht sonderlich. Außer diese beiden Ringe haben wir uns zum 40. Hochzeitstag, weil das Rad des Lebens ist. Und das tragen wir jetzt auch beide zusammen mit dem Ehering. So ein bisschen als Hoffnung für die Zukunft, für meinen Mann und mich. Aber dieser andere Ring besagte ja, dass ich die Natur liebe und schütze und die Tiere und so weiter. Da war in Sanskrit ein Satz eingraviert und der war so toll und hat mir so gut gefallen. Den habe ich so gerne getragen und dann habe ich ihn verloren. Ich muss ihn hier im Haus verloren haben. Das war die Schachtel davon. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin traurig darüber, sehr traurig. Dann habe ich wiedergefunden. Ja, was meint ihr, was ich noch alles wiederfinden kann? Die hatte ich ja mal vor einiger Zeit gemacht und zeigt immer so, ne? Die sind eigentlich ganz nett. Dann habe ich gedacht, was mache ich mal damit? Ich weiß es immer noch nicht so genau. Es ist einfach nur ganz schön. Ganz stabiles Papier. Ne?
verschiedenen Farbstellungen. Und tja, einen hatte ich einzeln, einen Bogen, den habe ich einfach mal so zerschnitten. Gucken, was dabei rauskommt. Ne? Kann man jetzt weiterverwenden. Gut, ne? Aber eigentlich ist es mir zu schade, diese hier zu verwenden, dass ich die kaputt schneide oder so. Das ist einfach so stabil und so schön. Ich habe schon überlegt, ob ich die als, ja, ich weiß auch nicht, ob ich da ein Buch rausmache mit 4 Signaturen, wo das immer jeweils das Anfangssignature ist, also das Anfang, der Anfangsbogen und Endbogen, und dann da ein paar Seiten rein jeweils. Das würde ein sehr großes, massives Buch werden, aber zum Zerschneiden ist es mir einfach zu schade. Ich stelle es mal auf die Seite und diese hier, die lege ich einfach mal zu den fertigen Sachen, so halbfertige Sachen. So. Ja, mit den Ringen, das war sehr traurig. Ich sage euch das ganz ehrlich, erst habe ich diesen kleinen Ring mir umarbeiten lassen für den kleinen Finger, weil ich hatte hier meinen Mondsteinring und der bedeutete mir unheimlich viel und den wollte ich unbedingt weitertragen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich noch den kleinen Finger. Der Inhalt bleibt der gleiche, der Sinn der Sache auch. Und den habe ich verloren beim Arzt. Ja, beim Arzt, als ich meinen Mann begleitet habe. Ich steige ins Auto, der Ring ist weg. Ja, oh, war echt traurig. Dann habe ich mir den nochmal bestellen können. Es war nicht so ein Kostenaufwand. Den habe ich dann nicht mehr kleiner machen lassen. Den trage ich jetzt am normalen Finger, wo man den Ehering trägt, mit dem Ehering zusammen. So, und dann hatte ich ja noch meinen anderen Ring, habe mich immer darüber gefreut, dass ich den hatte. Und dann habe ich den auch verloren. Ich suche schon so lange danach, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist das jetzt das neue Buch? 4. Nee, ich habe das falsche erwischt. Ach Mensch, das ist ja das Reservebuch. Das wollen wir doch noch gar nicht. Das ist doch noch das aktuelle. Ich habe gedacht, wir versuchen irgendwie eine kleine Seite zusammenzukleben. Wisst ihr was? War das andere Buch voll? Ich glaube, das ist voreilig. Das ist nämlich Nummer 3. Ich muss mal auf Stopp machen und eben suchen. Ja, ich bin schon ziemlich vertrottelt. Das war schon richtig. Das zweite Buch ist komplett voll. Hat es komplett vergessen. Das habe ich fertig. Ich habe fertig. War also schon ganz richtig, dass ich es weggelegt habe. Und jetzt haben wir Buch Nummer 3. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir anfangen wollen. Muss ich mal schauen. Das kommt, wenn man so viel aufräumt. Ich mache nur mal kurz auf Stopp. So, ihr Lieben, jetzt geht es aber auch wirklich los. Ich habe jetzt hoffentlich alles zusammengekrabbelt, was ich brauche. Ich hoffe sehr. Klebestift haben wir hier und das haben wir hier. Wo haben wir denn den kleinen? Warte mal kurz. Einen Moment, den haben wir auch hier. So, Tee ist auch da. Ah. Dann habe ich mir so ein paar Füßchen. Dann habe ich mir so ein paar Reste rausgesucht. Ja, hier ist leider. Naja, da ist leider. Das waren tolle Papiere von Kay & Company. Ich habe die so geliebt. Das kann ich gar keinem Menschen sagen, wie sehr ich die geliebt habe. Mal gucken, ob wir das irgendwie verwenden können. Wir wollen die erste Seite hier gestalten. Ich habe hier so ein paar Reste. Und noch eine Bordüre. Die lege ich mal einzeln, noch eine Bordüre, die lege ich auch mal kurz einzeln. Dann haben wir sowas Geprägtes, sowas Schönes. Entschuldigung, ha, Donnerwetter, noch so ein bisschen. Hier ist noch was aus einer Daphne, was sehr schön ist. Sehr, sehr schön ist. Können wir einfach so anfangen irgendwie, oder? Was meint ihr? Ist ein bisschen groß, das mache ich ein kleines bisschen kleiner vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Papier. Es sieht ein bisschen knapp aus, was ich hier mache. So, das mache ich etwas gerader, weil das leider etwas krumm ist. Krumm wie die Wumm. Müsste das jetzt so funktionieren? Ja. Ja,
Ja, heute ist schon wieder Freitag. Ich habe jetzt ein bisschen, paar Tage nicht gefilmt. Oh, das ist aber weit weg, der Papierkorb nach dem Aufräumen. Ich hatte rumgeräumt und hier geguckt und da geguckt und ach, wie ihr das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man einmal anfängt, in den Ecken rumzusuchen, dann kann man gleich einpacken, ne? Das ist, bei mir ist das eine wirkliche Katastrophe. So, das können wir mal gleich benutzen. Aber es ist ein bisschen tröstig, ne? Wir machen da vielleicht mal ein bisschen was Nettes drauf. Ich habe doch bestimmt noch einen, den ich da mal gerade nehmen kann. Ja, guck, ein bisschen Rot dazu. Ach ja, es ist halt, jeder Tag ist jetzt so, der zieht sich in den nächsten rein. Ja, die Struktur, die wir früher hatten, ist ja weg. Mein Mann ist jetzt Rentner, mein Mann ist seit Monaten sehr krank. Das ist immer so eine Sache, man muss halt sehen, dass man dann irgendwie das Ganze wieder auf die Reihe kriegt, ne? Ich meine, ich durch mein Basteln, mir ist noch nicht langweilig, Gott sei Dank nicht, aber es kann schnell passieren, ne? Dass es einem wirklich langweilig wird. Das ist nicht ohne, ne? Das ist jetzt doof, weil es zu klein ist oder zu groß ist oder irgendwas ist. Okay, wir haben hier das Scheren. Oh, ich dachte, ich habe gut aufgeräumt, aber es ist doch schon wieder, es stellt sich schon wieder heraus. Ich habe schon dreimal wieder umgeräumt und hin und her gefummelt. Was habe ich denn jetzt hier für Schere? Ach, das ist eine kleinere. Okay, nehmen wir die. Nehmen wir die, ist auch gut. Alles okay. Ja, ich habe die Tür noch offen, wie ihr ja vielleicht hören könnt. Die Vögel zwitschern wunderschön. Es ist noch relativ angenehm, die Temperatur. Ich mag das sehr, wenn ich dann bei offener Tür sitzen kann. Das mag ich sehr, sehr gerne. So. So, das ist so schön, das sollten wir mal aufheben, das kleine Stückchen Gold. So, das sind diese Steren mit Ribbeling, die wollen wir mal extra legen. Ribbele, ribbele. Und dann habe ich gedacht, mache ich was zum Zwitschern. Mir fehlen definitiv Seiten. Ich muss mal schauen. Klebe ich schon mal. Oh, das ist vielleicht schöner. Ja, das ist schöner. Hatte ich gar nicht gesehen, dass das noch so eine Rückseite hatte. So. Okay. Ach, jetzt steht der nicht. Jetzt machen wir das so. Wir stellen es da hinten rein. Wir haben jetzt zu wenig Papier. Da muss ich leider noch mal kramen. Auf jeden Fall. Und muss mal eben so einen Rollwagen ranschrubbern. Hier diese Billigpapiere, die können wir auch gerne aufbrauchen mal, ne? Hier ist ein blaues, das möchte ich eigentlich, glaube ich, behalten. Ich will noch mal reinstellen. Ich glaube, ihr habt mich nicht so in der Kamera, aber ihr hört mich krabbeln, ne? Ich fange mal unten an zu... Hier ist ein schönes. Ja, hier sind auch ganz schöne Sachen so gesehen. Kann ich die jetzt gebrauchen? Nicht wirklich, ne? Hier ist was Schönes. Ach Gott, jetzt ist das wieder so viel. So viel hier. Hier ist noch was. Oder da ist noch was. Oder hier ist noch was. Wie, welche Farbgruppen wollen wir denn jetzt nehmen? Rot-Blau, Lila. Bunt. Bunt hätte ich auch noch im Angebot. Lila nehmen wir mal raus aus dem Spau. Hier ist noch so eine... Oh, hier, ne, das ist eine ganz tolle Seite. Da ist noch sowas. Ja. Irgendwie kommt... Da ist noch sowas hier. Guck mal. Da kann man doch verwenden. Ha.
man doch verbraucht. Hier ist was Leeres praktisch. Hier ist noch ein Strippelstreifen. Hier ist noch so ein Käfer. Ich guck mal, hier sind noch Herzen. Meine Güte. Mal gucken. Vielleicht reicht es schon. Hier können wir auch mal kurz reingucken. Hier ist bestimmt irgendwas drin, was wir verwenden könnten, oder? Also die Seiten, das ist nicht meins, ne? Gar nicht. Nichts dagegen einzuwenden, aber es ist einfach nicht mein Stil, ne? Es ist, die Qualität ist gut. Ist nichts gegen einzuwenden, ganz ehrlich, nichts dagegen einzuwenden. Die Qualität ist richtig gut. Und hier ist eins mit mehr so Tieren und Sprüchen. Ja, Wobei die Seiten auch nicht, aber es ist jetzt richtig dicker, fetter Cardstock. Richtig dicker, fetter Cardstock. Und dann so Vellum-Geschichten hier so. Und das sind Sticker. Also es ist jetzt schon relativ hochwertig gemacht. Oh, hier sind noch mehr Sticker. Die haben sie, guck mal hier. Die sind richtig süß. Naja, ich habe das mal so mitgenommen. Das ist eins von diesen Sachen, die ich mir jetzt in Zukunft verkneifen werde, noch sowas mitzunehmen, wenn ich sehe. Weil es einfach dermaßen ausgeartet hat, was ich habe. Das ist... Hier ist irgendwas sticky. Warum? Wovon? Ah, hier war was... Hier ist irgendwie so ein Klebestreifen noch drunter. Das Weihnachtspapier, Rückseite. Ja, jetzt bin ich nicht sicher, was ich machen soll. Gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Aber dann hätten wir schon mal sehr viel geräumt. Jetzt muss ich mal aufstehen. Meine Ruler sind jetzt nach ganz hinten gewandert. Das ist vielleicht nicht ganz so glücklich. Wo ist mein kleiner grauer Ruler? Komm mal her. Okay, du kleiner Ruler, du. Sehe ich wieder nichts, das ist klar, logisch. So, wir müssen irgendwo anfangen, sonst verzweifelt man irgendwann, gell? Es wäre schön, wenn ich so einen Gegenpart hätte, farblich. Habe ich in diesem Fall aber nichts. Kann ich schon direkt sagen, hab das Schnitt. Ich habe zu wenig Papier. Definitiv habe ich nicht genug Papier. Das muss ich nochmal eben ändern. Ich hole noch mal ganz kurz eben so ein kleines bisschen Skribbelpapier dazu. Aus Buchseiten. Ich habe noch genug hier liegen. Da können wir natürlich auch ganz gut mitarbeiten, dass wir da auch was mitmachen vielleicht. Ja. Ich fange mal an jetzt. Irgendwo müssen wir anfangen, sonst wird das nichts mehr. Immer so ein bisschen problematisch, dieser Klebestift. Ne? Ich finde das sehr schön. Ich würde allerdings gerne so eine kleine Ribbelkante hier haben. Damit es nicht so ganz so langweilig aussieht, wenn wir das so machen. Ja, das machen wir einfach dann so. Wisst ihr was? Ich klebe das mal einfach so, dass wir die Mitte schon mal haben. In diesem Falle, nicht verkehrt. Ganz altes Papier, das ist noch vom letzten. Na, guck mal, das reißt sich jetzt schon ein. Das ist nicht ganz so schlimm, da ich da so hinter dem Washi drüber mache. Warte mal, kriegen wir das noch mal hoch. Ein bisschen besser kleben. Ja. Ist nicht ganz so schlimm. Kommt die so im Washi noch drauf. So, schudele, schudele. Ich sollte mir die vielleicht mal so ein bisschen auf die Seite legen und mal eben ein Schlückchen trinken. Das Problem
ist das ist ein süßes Papier, oder? Richtig niedlich. Das Problem ist, dass wir hier kein Gleichgewicht hinkriegen, wenn wir das so machen, ne? Und das mag ich nicht so gerne, wenn wir kein Gleichgewicht hinbekommen. So, ich klebe dieses auf, fertig, dann ist es weg. Na, möchte schon ein bisschen bündig haben. Das Problem, es ist ein bisschen groß, ne? Es ist ein bisschen wuchtig. Das machen wir ein klein bisschen kleiner. Wobei das eigentlich ganz schön ist mit der großen Seite mal zwischendurch. Ich bin noch am Überlegen, was ich als nächstes machen könnte. Ich muss noch ein bisschen Leerlauf einlegen. Ich habe keine Lust, so Schlag auf Schlag diese riesen Bücher zu machen. Ich will euch das ganz ehrlich sagen, da ich da nichts verkaufe, stapelt sich das blöde Zeug schon hier. Und das ist einfach blöd. Alles ist voll. Und die sind ja nicht gerade klein, die Bücher, die ich mache. Und irgendwann werde ich in den Ofen stecken. Ich schwör's euch, ich muss irgendwann in den Ofen stecken, dann ist Ruhe im Karton. Ne? Ja. Naja, es ist halt ein unnützes Zeug. Auch wenn man viel Spaß daran hat, dass man es machen kann. Aber es ist halt unnütz, ne? Es ist unnützes Zeug. Das muss man ganz offen ehrlich zugeben, ne? Das ist halt so. Das ist halt leider so. Das ist halt leider so. Ich glaube, das nehmen wir mal ganz raus. Das passt nicht so richtig in die Farbgruppe rein, jetzt, die wir hier gerade so im Auge haben. Ja, dann müsste ich das vielleicht so machen. Meine lieben Hunde sind wieder bei mir. Beide. Tara und mir. Wir waren heute Morgen nicht spazieren, weil wir einfach so müde waren. Und ich habe ganz lang geschlafen. Ich habe gestern, weiß nicht, um 11:30 so ins Bett gegangen. Und habe tatsächlich bis mit mehreren Unterbrechungen wie immer, aber immerhin, ja, ich habe bis 7:30 geschlafen. Ja. Das ist für meine Verhältnisse ist das super, super lange. Aber daran merkt man, dass man älter wird. Ne? Früher bin ich mit 3-4 Stunden Schlaf ausgekommen, permanent, mehr habe ich nie gehabt. Und jetzt hampel ich dann rum. Ne? Es ist halt so, ne? Ganz nicht mehr. Aber egal. Gestern Morgen waren wir früh raus. Wir wollten natürlich heute Morgen früh raus. Aber ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft. Ne? Ich war einfach kaputt. Das sieht doch schon mal nicht so übel aus. Habe ich hier noch eine andere, die ich vielleicht verwenden könnte? Ah, das Problem ist, der kleine Papierkorb steht so weit weg jetzt. Okay. Mal schauen. Ich glaube, den können wir aufkleben. Da können wir mal eben den etwas anderen Kleber nehmen. Also das ist wieder ein Motiv mit Sicherheit aus der Daphne. Ein älteres. Ja, vor kurzem fragte jemand, ob ich vielleicht so ein Buch mal verkaufen möchte oder würde. Das würde ich, ja, im Hinblick darauf, dass sie einfach nur bei mir doof in der Ecke liegen und wirklich sich da stapeln, würde ich es tun. Aber es hat das Problem, dass ich Sachen benutze, die man nicht verkaufen darf. Da müsste man vorher darauf achten, dass man das nicht macht. Versteht ihr, wie ich das jetzt meine? So, dann machen wir das so zum Flippern und dann steht hier, wann es angefangen hat. So, dann hätten wir das schon mal fertig. So, dann haben wir hier diese
goldenen Blümchen. Da haben wir mehrere von. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Da machen wir natürlich mal ganz kurz eben die Dings ab. Hier die Ribbelkante. Dann brauche ich aber allerdings, glaube ich, auch den anderen Kleber. Das ist etwas dickeres Papier. Da vielleicht noch was anderes hinkleben von diesem hier. Oder warte mal, hier haben wir. Ich krieg's nicht hoch vom Tisch. Oh, das ist ein ganz langes Stück. Das ist ein ganz langes Stück. Oder soll ich das da hinkleben? Nee, das ist doof. Warte. Jetzt überleg doch erstmal, Kind. Überlege doch bitte, was du tust. Ja. Versuchen wir es so mal zuzukriegen hier. Halt. Ach. Das ist doof, warte mal. Kinder, ich kriege jetzt nicht von den Dingen so, weil das so. So furchtbar. Ah, ich wollte nur so eine kleine Ecke wegreißen hier. So mehr wollte ich gar nicht. Das zerbröselt mir unter den Fingern, dieses kleine Paperchen. Das ist wirklich ganz, ganz brüchig. Ja, das ist von den, ich glaube, das ist von 1850, 60, sowas. Das ist wirklich klein. Jetzt verklebe ich mich auch noch. Schön wäre es natürlich, wenn wir da einen Gegenpol hätten. Irgendwie. Nicht zu viel, ne? Nicht zu viel von dem. Das tun wir mal weg. Das wird zu viel. Haben wir noch hier. Ah, ich habe hier noch so eine süße Karte. Oh. Das ist so eine süße Karte mit einer Kaffeekanne. Und auf der anderen Seite sind so schöne Blümchen. Ist auch süß. Wollen wir mal schauen, ob wir die irgendwo hinbekommen. Und dann einfach so. So zum Beispiel. So. Dann müsste ich hier noch irgendwie so einen Streifen reinfummeln. Da könnte ich jetzt aber auch das nehmen hier mal, ne? Das geht auch. Das ist dieses Glitzerpapier, was ich gemacht habe. Ja, man kann eigentlich wieder alles aufbrauchen. Man muss nur halt gucken, ne? Eine kleine Ecke. Einen Moment. Einen Moment, das kriegen wir. Das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir alles irgendwie. Das kriegen wir gebacken. So, jetzt haben wir noch Lycaen. Und zwar haben wir guck mal, das sieht doch nicht so mal so schlecht aus. Genau. Wir nehmen das ganze große Stück.
Schoki. Das kleben wir damit drauf gleich. Jetzt fehlt uns hier noch was. Was haben wir denn hier noch Schönes an Papier oder Girlanden? Oder haben wir hier noch ein besseres Papier vielleicht? Was wir hier noch so... Ja, das muss ich wieder hochfummeln. Das muss ich wieder hochfummeln. Ja, das geht gerade noch. Gerade noch erwischt. Ja, das könnte ich jetzt noch vielleicht so machen. Dann hätte ich das auch zu. Mal schauen, vielleicht so. Okay. Okay, okay. Wir kriegen es schon zu auf irgendeine Art und Weise. Fehlt immer noch hier unten was. So. Hier habe ich nicht wirklich mehr Papier übrig, ne? Was haben wir denn hier noch? Kriegen wir es damit hin? So eben. So eben, so eben. Machen wir es so. Ist okay. Dann nehme ich lieber wieder diesen Kleber. Das ist etwas dickeres Papier. Ja, ich kann nicht ganz viel erzählen heute mal wieder. Es ist halt alte Frau, langweiliges Leben ungefähr. Es passiert nicht so viel. Gott sei Dank eigentlich. Da bin ich schon immer dankbar, wenn nicht so viel passiert. Ja, nach dem, was wir in den letzten halben Jahr mitgemacht haben, ist man darüber sehr, sehr erfreut, wenn nichts passiert. Versteht ihr das? Ja. Es ist einfach so. Naja. Zum Glück wird es uns beiden nicht langweilig zu Hause. Bis jetzt nicht. Und wir genießen, dass wir noch beide da sind. Ja. So. Können wir schon mal zumachen. Achso, ja. Jetzt hätte ich noch hier die beiden Girlanden. Können wir da noch was mit tun? Hier klebt es nicht sonderlich gut. Da sollte ich noch mal ganz kurz vielleicht ein kleines bisschen nachklebern. Besser mit diesem kleinen machen. Kommen wir besser hin. Okay. So, da oben klebt es auch nicht besonders. Da hatte ich ja auch so ein bisschen wieder hochgenommen. So, das wäre. Hier ist auch nicht so ganz prickelnd. Oh, ich muss ein bisschen. Ja, naja, noch können wir es ja machen. Ist ja gar kein Problem. Okay. Können wir die noch gebrauchen jetzt oder nicht? Guck mal hier, da ist es eingerissen, weil es so furchtbar brüchig ist, das alte Zeugs. Können wir aber auch noch festmachen. Jetzt muss noch ein Washi gesucht werden. Huppala. Ja, mal gucken, ob es überhaupt nötig ist. Ach, ich hab sie jetzt. Jetzt können wir sie auch reintun. Ja, das ist immer ein bisschen schmierig und klebrig, aber. Aber egal. Das sieht ja hinterbeins nett aus, vielleicht. So, und ich habe noch eine. Hier könnte ich ja hier. Das wird zu viel.
No way. No, no. No, no, no. Wisst ihr was? Die andere mache ich einfach da unten hin. Beziehungsweise, wollen wir nochmal eben gucken, bevor wir sie wirklich festklebern. Vielleicht einfach hier oben hin. Genau. Ich glaube, so wird es dann besser aussehen. Ach, ich klebe schon wieder fest. Hab schon wieder geschafft. Ja, ich hole mal noch ein Washi-Li. Dann haben wir die erste Eingangsseite gleich fertig. Ja, 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 das ging ja schnell. Da könnte ich ja mal sowas nehmen, was ich sonst nie nehmen kann, oder? Sehr breit. Vielleicht finde ich noch was anderes. Da habe ich noch was mit Herzchen. Wisst ihr was? Ich nehme das mit Herzchen. Stelle das mal einfach kurz auf die Erde hier. Das ist so ein Washi, so hochglänzend. Das ist nicht so. Oh Gott, nee, das ist ein Theater hier. Das ist nicht so prickelnd schön. Aber. Das langt auf jeden Fall. So. Klebt schon Papier dran. Hier muss ich etwas abschneiden. Ja, das ist kein so wunderschönes Washi-Li. Aber das kann man ja auch irgendwann mal aufbrauchen. Es ist ja nicht so, dass man das nicht machen sollte. So, das kleben wir jetzt als kleines Guckfensterchen rein, als Türchen fahren wir besser. So. Ah, das wird schwierig, das habe ich mir vorgestellt. Die habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. Könnte problematischer werden. Kommt noch ein kleines Gegenstück rein. Warte mal eben die Schere. Dann brauchen wir aber nur so ein kleines Stück. Wir machen es, brauchen wir nichts. Hat ja weiter nichts zu halten hier in diesem Buch. Es ist ja einfach nur hin und wieder mal zum Anschauen. Ja, mit dem Verkauf. Ich überlege, ich habe so viel Material. Ich habe diese tollen chinesischen Buchseiten. Ich habe diese ohne Ende, diese Bordüren, diese alten. Da habe ich wirklich einen ganzen Karton. Den kann ich in diesem Leben niemals aufbrauchen. Das ist gar nicht machbar. Und soll man sowas anbieten, aber es macht alles sehr viel Mühe. Man muss es halt alles vorher fotografieren, man muss es genau beschreiben, man muss es dies. Zum Beispiel so eine Plattform wie Etsy, muss ich euch ehrlich sagen, das ist so ein bisschen Mafia-mäßig in meinen Augen, was die da nehmen von den Leuten und was die da mit Porto frei erwarten weltweit und was ich da alles gelesen habe, also ganz ehrlich. Das ist doch nichts. Das ist doch furchtbar, ist das doch. Naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das machen sollte. Naja, da färbe ich gerade ein bisschen ein, dass es nicht ganz so raussticht, ne? Und vielleicht gehen wir noch mal kurz mit Vintage Foto drüber. Können wir auch gerade mal eben machen. Ja, ein bisschen
Bisschen Vintage-Foto hat noch nie geschadet, ne? So, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich würde gern noch irgendwas draufkleben. Irgendwas würde ich zu und zu gerne noch draufkleben. Ich weiß nicht was. Ich weiß es nicht. Blumen würde ich gern drauf haben noch. Blumen. Habe ich nicht noch ein paar ausgeschnitten? Ich guck mal eben in der Ecke nachher. Das könnte sein. Ganze Kiste mit Strippeln, die muss ich noch wegräumen. Da haben wir es doch wieder. Oh je. Nee, das ist die falsche Strippelkiste. Das sind nicht die ausgeschnittenen. Ich suche mal eben. 4 Strippelkisten weiter finde ich jetzt hier was. Oh, Kinder, das muss ich noch irgendwie anders ordnen. Das ist alles so, wie es übergeblieben ist irgendwie. Das ist nicht gut. Das sind Pilze nur. Sehr schön, aber es sind halt wäre das. Warte mal, können wir das gebrauchen hier auch schon wie? Wäre das schon gut? Oder lieber die, sagen wir lieber die Rosen noch mit? Die Rosen hätte ich auch gern. Okay, vielleicht finde ich noch was. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Wir nehmen die Rosen. Wir nehmen das. Und das packen wir alles wieder vorsichtig weg. Ja, das sind diese alten Ladybird Books. Ja, die sind wunderschön. Das habe ich, eine habe ich zweimal, weil die Vögel sind sehr, sehr schön da drin. Habe ich schon sehr viel rausgeholt. Sehr, sehr schöne Vogelzeichnungen. Die lohnen sich zu kaufen. Wer die mal irgendwo sieht von Ladybird Books, das ist Englisch, das lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Das ist eine schöne Sache. Okay, jetzt muss ich das mal eben ausschneiden. Wisst ihr was, ich mache es ohne euch, wird zu langweilig. So, ich muss den letzten Teil ganz schnell nachfilmen. Da ist irgendwas schief gegangen und hat keinen Abschluss. Ich kann euch nur schnell die fertige Seite zeigen. Ich habe noch die Ranke rein, die Rosen hier, hier ist der Flipper. Das war's. Also es ist irgendwas schief gegangen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was dazu gesagt, aber es war nichts Weltbewegendes. Warum auch immer. Ist es nicht gefilmt worden? Bis bald, bye bye, bleib gesund und munter, bye bye, tschüss.